Willkommen, Freunde! Heute gibt's wieder was Neues, denn die Schlacht um Tunesien ist rausgekommen. Und da werden wir uns natürlich beide Seiten einmal anschauen. Und hoffentlich wird das jetzt hier auch ordentlich was. Wieso hat der eigentlich keine Dings? Der hat auch nichts. Zack. Scharfschützentruppe. Nebelhandgranaten. Euch geht's gut. Deutscher Seite kann man nicht spielen. Gut. Treten wir beliebiger Seite bei, dann machen wir zuerst die Amis. Mein Gottchen, nee, haben die ja alles? Der Kollege hat nichts. Eine Spenge, wir hatten noch sogar eine Rauchgranate. Oh. Die Sniper? Ist egal, gut. Naja, erstmal einfach nur reinkommen. Ich glaube, wir können eh gar nicht leveln. Einfach mal froh sein, dabei zu sein. Mal sehen, was so abgeht. Also ich hoffe ja, dass es auch so Wüstenschlachten gibt, wo viel offenes Gelände ist, weil es Wüste, ja, glaubt man schon dran, dass es offenes Gelände gibt. Gut, na dann wollen wir mal. Oh Mann. Was ist das hier für eine Festungsanlage? Yippie, ich freue mich schon, durchs Tor zu laufen und erschossen zu werden. Können wir den Standardweg? Rauchgranate einpacken sollen. Unsere Jungs erobern die Position. Wir sind dran. Danke, ich hab uns getroffen. Ein schöner Treffer. Ach komm. Über bei den Klopp. Dran. Jetzt kommen die Handgranaten. Oh, wir könnten Panzer ziehen, oder? Ja, rein theoretisch, aber in dem Gang bringt uns das gar nichts. Da können wir mal. Oh, da hat schon jemand. Die super bringen. Alter, was für ein fettes Scharfschützen. Freunde, ich hab's endlich 42 gefunden. Ah, das ging jetzt auch zu lange gut. Ja, herrlich. Ich hab Spaß, mir geht's gut. Wir sind noch dran, den Punkt zu erobern. Bayonett. Was für ein Zoom drauf. Ich sehe ja nichts. Ich kenne die Map nicht. Auf zum nächsten Punkt. Schön die Stellung halten. Wir gehen nach vorne. Blickwinkel, hier kann man nichts sehen.
Wehrwagen von uns nach vorne, sehr gut. 150 Meter. Ausdauer regenerieren. Viel zu machen, wir nähern uns dem Punkt. Wir haben nur einen Schuss im Lauf, das ist immer ganz toll. Hier ist überall Tappeln. Ihhh, Camper! Ihhh! Das Holz ist Leben gerettet. Ich durch die Tür erschossen! Komm, Junge! Jetzt kam einer mit der MP um die Ecke. Und der hat keinen Kopf mehr. Darf ich jetzt meine Truppe wieder nehmen? Dankeschön. Wo ist unser Mann mit dem Posten? Ich hier Premium hätte und diesen Posten. Das erste, was ich aufstelle, das kannst du wissen. Das Gelände ist doch ganz, ganz toll. Hundert Meter schön übers offene Feld, so liegen wir es. Ein MG, wir sind sowas von tot. Natürlich, der wird weggeschossen. Der Feind ist im Wegstehen. Aber da laufen. Komm schon. Meld dich doch mal. Warum macht er denn nichts? Zu früh geklickt wahrscheinlich. Scheißladen ja auch. Wir haben den Kontrollpunkt erobert. Weiter zum nächsten. Wie ist das so, hä? Mit Vollautomatik die Bobs wegschießen. Ich kann auch ein bisschen schießen. Beim ersten hast du noch Glück gehabt. Schön, dass wieder alle im Punkt sind von den Gegnern, wenn es ihm überhaupt nichts mehr bringt. Das finde ich immer sehr, 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 sehr schön. Für jedes sehr eintrinken. Kommt Leute, wir gehen. Schlagen uns bis jetzt recht gut. Ich würde hier mit der MP so über den Haufen schießen. Glaubst du gar nicht. So, ich gehe jetzt mal auf Sniper-Position. Wir haben ja jetzt ein paar Punkte gut. Haben zwei Dinge eingenommen und haben nur 50 Mann Verlust quasi. Also Pi mal Daumen. Auskennen. 200 Meter.
Hobbytruppe. Soll ich mal ein bisschen bewegen? Hier würde ich gerne in den Turm. Sind alle Türen offen? Hört mir ja gar nicht. Oh, schönes Zimmer hier. Wieder nach oben. Meine Bots überhaupt den Weg hierher finden? Hier ist der Turm, bloß komme ich da rein. Komm einmal snipern im Leben. Hat sowas von den Headshot. Oder hier stehen schon drei. Schwer was zu treffen von mir. Es war so klar. Ne? Der Gegner hat immer die besten Scharfschützen der Welt. Karls mal kurz rübergehalten. Zack, Headshot. Keine Chance. Keine Chance. Weißt du, es ist so extrem schwer. Ich höre hier einen Funkposten, ist das unsere? Ich weiß nicht, wo das Piepen herkommt. Funkposten. Mensch, ich höre ihn doch. Was ist das denn für Bots hier? Und wieder durch die Wand. Wo ist denn der andere? Achso, der ist schon tot. Oh. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich will hier gerade mal was suchen. Ja. Also snipern kannst du hier nicht. Wer da oben steht und nur zwei Leute erschießt, der weiß ich nicht, dann ist mir... Das ist so unwahrscheinlich, dass da oben einer steht, aber anscheinend ist das... Zielen alle Gewehre auf diesen Posten. Alle. Wieso fährt er nicht? Motor kaputt, toll. Ich will was ausprobieren. Comedy Club. Scheiße, aber meine Leute spielen gut. Ich kann wirklich mal hier das Spielchen genießen. Oh, das ist ja meine. Die sehen alle so ähnlich aus. War das jetzt hier eigentlich unser... Du kannst hier nichts nachgucken. Du kommst nicht dazu. Snipen. Konnte ich nicht hören, dass es hier unten war. Tut mir leid. Normalerweise spawnen noch Leute, aber... Ist halt nicht. Muss man hier auch erstmal ein bisschen umgucken. Spiel die Map zum allerersten Mal. Natürlich, fass uns den an und hält's auseinander. Artillerie? Nö, da werde ich sofort geschossen. Zack, One Shot.
Waffen jetzt mal. Treffe ich nicht entschieden. Noch werfen. Lassen wir noch fix nach. Leute erobern die Position. Ist egal, ob wir live verlieren, ran an den Club. Oh Mann, ich habe auch gar kein Glück. Ah. Oh Mann, da kommt schon die nächste. Kämst du mal? Gut gemacht, Männer. Dann kommt keiner! Ich gedacht hier, ich fange hier gerade den Spawn ab, die kommen jetzt alle an mir vorbei. Okay. Wo kommt der denn jetzt her? Das ist immer wieder ein Erlebnis. Nee, Panzer fahren wir nicht. Nee. Ach, herrlich. Du willst mal snipern? Wenn du hier schon diesen schwulen Sniper-Trupp hast, dann willst du ihn ja wohl auch mal nutzen. Unsere Kräfte sind in Position. Bis jetzt haben die sich aber nicht heldenhaft da drüben angestellt. Aber die passen sehr gut auf die Scharfschützen aus, das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Rein in den Laden. Da kommen wir nicht lang. Da ist. Ich bin schon was. Erstmal erledigt. Fährt mir auch die ganze Zeit hinterher. Der Zahnzahnlung. Ging mir schon die ganze Zeit auf den Sack, ich muss ihn erschießen. Ständig dieses Hupen, hey, guck mal, ich sitze im Wagen und du triffst mich nicht. Ich treffe wohl, jawohl. Beim nächsten Mal noch einen Atomschlag beordern. Da ist Roland, zack, erstmal eine Atombombe drauf. Wenn Trump hier sitzen würde, dann würde der rote Knopf dauerhaft gedrückt sein. Ah, ehrlich. Kommt schon, Leute, ich komme jetzt rein mit der Truppe. Ein inneres Bedürfnis gewesen. Und erstmal die Handgranate in die Hand. Ohne Ausdauer rein in den Club. Taktischer Wechsel. Ranlaufen, Freunde. Ich wollte jetzt auch noch eine Granate werfen. Sehr schön. Ich war scheiße. Bestimmt. Jetzt Kampagne abgeschlossen.
Kriege ich denn jetzt Punkte? Ja, nein, vielleicht. Nur Sechster? Dabei sein ist alles? Ja, wir haben zu viel umgesnipert. Ja, ich wollte einmal den Turm angucken. Komm, jetzt wollen wir aber noch einmal als Deutscher spielen. Ja! George. George Invasion. Wo liegt das denn? Bestimmt irgendwo in Ägypten. Kann ich mir nirgendwo vorstellen, wo das sonst noch sein soll. Ja, komm. Ich habe ja ganz viel Auswahl. Wir fahren vielleicht auch nochmal Panzer, wenn ich lustig bin. So, dürfen wir schon wieder angreifen? Ne, wir dürfen halten. Jetzt wüsste von wo der Gegner kommt, das wäre cool. Wie hab ich mich denn jetzt schon wieder... Weißt du, der Panzer, ne? Der kriegt da nur so ein bisschen Schaden. Aber ich gehe immer voll drauf. Das ist immer herrlich. So, auf welchem Häuschen kann ich denn jetzt campen? Komm, ich hab einen Sniper. Warum bin ich eigentlich immer der, der beschossen wird? Ein Glück ist der Scheiße an seinem mäßigen Fahrzeug. Ja, und immer wenn ich snipern gehen will. Ja, da campt auch einer. Ist daneben geschossen, Trottel. Na, kommst du heute noch? Das verlieren wir. Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern. Weil keiner den Punkt hält. Du hast gedacht, du kannst mich noch abknallen. Jetzt hab ich noch den Bug mit dem Zielfernrohr. Tut mir leid. Bin nicht anders. Muss das nachladen. Wo ist er denn hin? Ja, mit der Sniper das Gebäude stürmt. Ein Glück habe ich ja so viel Munition. Ich hätte euch so nass gemacht, Freunde. Hier, fang. Was machst du denn hier? Ja, die habe ich noch gekriegt. Reinlaufen in Punkt, wenn alle tot sind. Da bin ich spitze drin. Jawohl, ob da ein fettes MG nach 2 Sekunden. Ja. Komm schon, ein Hoch auf die Infanterie. Wo ist denn der Punkt? Warte. Alle raus. So, Freunde. Roland campt jetzt genau hier. Im Gasthaus. Eine Frage, von wo kommt der Gegner? Das sehe ich auf der Karte immer so schlecht. Ja, es gibt Momente im Leben, so wie diesen. Der war schon lustig. Der Feind hat begonnen, den Kontrollpunkt zu erobern. Natürlich. Einen haben wir noch. Ah, scheiße. Ja, Roland war wieder der Einzige, der den Punkt verteidigt. Wer denn sonst? Dann bleibe ich erst hinten stehen. Ich habe auch nichts. Ich kann ja hier noch nicht leveln. Das ist ja alles nur just for fun.
Ja, und als Angreifer, wenn du schaffst, den Punkt zu kommen, der hat ein fettes MG, deswegen habe ich mich gewundert, dass wir überhaupt den Angriff da gewonnen haben. Also damit ist das eigentlich machbar. Ich weiß nicht, wie viele von meinen Leuten da was bei haben, aber hier haben wir nichts. Wenn die Hobbytruppe nichts hat. Bis ich jetzt da bin. Feierabend. Wir suchen uns jetzt ein Häuschen. Irgendwann treffe ich mal. Irgendwann treffe ich. Komm, alle hopp, alle hopp. So. Campen. Ich finde es sehr traurig, dass wir uns hier nicht hinlegen können. Wir halten das sehr gut. Nach oben kann keiner laufen. Da habe ich. Hinten habe ich. Weißt, wenn du hier mal ein bisschen mehr Vorlauf hättest als 2 Zehntelsekunden. Schießen, dann würde ich auch mal was treffen. Oh my God, just stay down. Lebst du noch? Stimmt. Reloading, reloading. Ja, er hat's überlebt. Was, wieder eine Ente? Das ist doch hier lächerlich. Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen. So, hey. So dämlich mit Scharfschütze. Der Feind hat uns zurückgeworfen. Trefferbild ist super. Na, mal sehen, wann mich hier einer wegholt. Wir liegen ja auch total geschützt und sehr gut ausgewichen, Bot. Ich den nicht getroffen habe, weiß ich nicht. Trefferquote ist einfach super von uns. Komm, die Leute, die sich nicht bewegen, die kriegen wir. Schnell mal mit dem MG rübergehalten, kein Problem. Drüben anzusnipern. Wir alle drauf warten, dass ich rausgucke. Bleib hier. Hier bleiben. Hier, du sollst nicht rausrennen. Vorstellung. Ein weißer Mann sind auch mehrere weiße Männer. Kommt ihr heute noch? Das ist wirklich alles Elite scharf. Heißt, wenn ich durchkomme, werde ich nicht erschossen. Nein, wenn ich dran vorbeilaufe, weil die Wahrscheinlichkeit eigentlich bei 0 ist, dass du den triffst. Wer schießt denn hier mit der Flak? Hauptsächlich.
mal die Deckung. Jo, lauf raus vor die Tür. Nachladen. Keine Ahnung, wer mich jetzt erschossen hat. Ich habe nur von links Schüsse gesehen, aber von links konnte ich keine schießen. Immer wieder witzig. Ja, wieder Scharfschützen. Yippie, skippy. Und wir stehen uns hier oben drauf. Ja, ich spuck dir ins Auge und blende dich. Sicht ist ja super. Warum ich den jetzt wieder nicht getroffen habe, weiß ich nicht. Der war klar. Was ist das wieder für... Ach so, da drüben hat einer eine Flak aufgestellt, die gehen natürlich nicht nach. Na komm, da können wir uns auch so heilen. Hauptsache der Schaden ist nicht. Natürlich hat er mich sofort gesehen. Jetzt reicht's. Jetzt hol ich mir den Panzer und flip ihn da weg. Und das letzte ist, was ich weghole. Aber den knall ich jetzt eins vom Bug. Der spielt nämlich öfter, der kleine Drecksack. Sobald ich diesen Panzer da in Richtung dieses Hügels kriege, hau ich ihn weg. Dann das Spiel verlieren, aber das ist egal. Warte mal mit dem Punkt daneben, Herr Gegner. Ich muss mit dem Panzer rüberfahren. Ich bin gleich da, ich komme, mein Schatzi. Hallo. Nicht sehr sexy, wenn es einem selber passiert, ne? Und dafür ein Panzer gezogen, Roland. Oh ja. Keine Ahnung, was mich jetzt getroffen hat. Ja, trinken wir noch einen Kaffee beim Aussteigen? Kontrollpunkt verloren. Ja, so, Roland macht jetzt den Revolver hin. Und zwar gehen wir auf Sniper-Position oben auf dem Dach. Einen holen wir damit jetzt weg. Hat er jetzt auf mich geschossen? Der schießt hier rein, der Lümmel! Gehe ich hier wieder raus. Gut, dann gehe ich wieder. Verdammt, ich komme hier nicht raus. Kann das sein, dass ich auf der Entfernung null Chance habe, den zu treffen?
Ja, ich konnte nicht anders. Es ist, du wolltest da einsteigen und du musst stehen bleiben dabei. Du darfst dich nicht bewegen. Das ist immer wieder ganz toll. Jetzt hätten wir den Panzer noch nutzen können. Wer immer den da auch stehen lassen hat. Aber ich muss sagen, wir verteidigen besser, als die eben gerade verteidigt haben. Also im Gesamtverhältnis haben wir gewonnen. Einfach nur, weil ich die Flak weggeschossen habe und die Bombe überlebt. Ja, natürlich. Und es wird wieder gesnipert. Willst du nochmal löschen? Gekämpft. Reaktionszeit! Junge! Wow! Fuck! Da gehen wir nicht lang! Da gehen wir nicht lang! Nein, da gehen wir nicht lang! Da gehen wir nicht lang! War ich das? Ich glaube nicht. Ich will mal einen messern. Was? Wie hat er mich denn jetzt gekillt? Zack, One-Shot. Kein Problem. Ich komme von hinten, pieks Messer. Er macht 180 Grad, zack, zack, One-Shot. Oh, ich hab keine Granate. Zack, alle umgesetzt. Ich konnte nicht schießen. Eigener Mann steht davor. Ach, herrlich. Es ist immer der Hammer. Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern. Ja, komm. Obwohl, komm, wir brauchen die Sniper. Sniper braucht das Land. Sniper. Wir haben es gut geschlagen. Siehst du was, was ich nicht sehe? Rennen in den Club. Wo willst du eigentlich hin? Ich konnte nicht schneller. Den hätte ich jetzt gehabt. Den hätte ich doch gehabt, ihr Chiri. Was soll denn das? Ich fand, ich war super. Ja, natürlich bin ich Erster. War ja klar. Ich habe ja auch schon eine Runde gespielt gehabt. Da kann man von den anderen nicht viel erwarten, wenn ich jetzt hier, ne? Denn der Profi mitmacht, der Gottkönig ist persönlich, ja, da kannst du nichts machen, ne? Eine Runde hier auf der Map gespielt. Keine Ahnung, wo irgendwas ist, aber dabei sein ist alles. Ja, ist ganz schön, die Map. Schön übersichtlich für Scharfschützen auf jeden Fall. Da könnte man sich echt überlegen, ob man da ein bisschen mehr snipert. Aber bei den anderen Maps ist ja mehr Wald dazwischen, wo du dann echt dich verstecken kannst. Außer jetzt vielleicht Normandie. Ja, da kannst du dann auch gut snipern. Aber alles andere, ja, würde ich hier empfehlen. Hier könnte ich mal einen Sniper-Trupp vorstellen.